Die nächsten 6 Minuten sollten Sie unbedingt gut aufpassen, denn wir wollen Ihnen ein paar Rezepte verraten zum Glücklichsein. Und Glücklichsein, das ist eigentlich tierisch einfach, sagt Daniela Benzeit und hat direkt 2 glückliche Tiere mitgebracht. Wen haben wir denn da? Wir haben hier den Miniaturbullterrier Frieda und das ist unsere Sporenschildkröte Morla. Und wer ist jetzt glücklicher, die Schildkröte oder der Hund? Aktuell würde ich sagen, sehen beide relativ sehr glücklich aus. Frieda ist schön entspannt, sitzt hier, guckt sich um. Und für Morla ist wichtig, dass es schön warm ist, es ist trocken, also quasi wie in der Wüste, alles perfekt. In Ihrem Buch sagen Sie, glücklich sein kann man von den Tieren lernen. Ja. Wie soll das funktionieren? Was kann ich zum Beispiel von Chili, der Schildkröte, lernen, wenn es um Glück geht? Chili, unsere Schildkröte. Also, wir müssen uns das ja nunmehr so vorstellen. Wir Menschen hetzen den ganzen Tag hin und her. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen in tierische Welten gucken, da gibt es die Ameise, die ist wie viele von uns Menschen, die arbeitet den ganzen Tag 365, 7, 24, wird 1 Jahr alt. Ein Hase ist ähnlich hektisch, wird 2 Jahre alt. Eine Schildkröte wird 150 Jahre alt. Also scheint sie ja irgendwas richtig zu machen. Das heißt, wenn wir diese Schildkröten beobachten, einfach mal sagen, lass es mal ein bisschen ruhiger angehen. Oder auch, was passiert, wenn eine Schildkröte genervt ist? Dann hat die keinen Bock mehr, also macht sie sinngemäß die Tür zu und zieht sich zurück. Und warum haben wir nicht auch das Recht, einfach mal zu sagen, so, jetzt habe ich nicht so viel Lust, Tür zu, Feierabend für heute. Das kann man ja in vielen Lebensbereichen vielleicht machen. Ja. Aber wenn ich das zum Beispiel im Job zu häufig tue und sage, ich mache jetzt die Schildkröte, dann werde ich zwar vielleicht, nicht 150, aber alt, nur mein Job bin ich relativ schnell los. Naja, die Schildkröte steht auch eigentlich so für unsere Gesundheit. Wenn wir so mal unser Leben angucken, haben wir so 4 große Säulen. Das ist ja die Gesundheit, unser Job und Karriere, Privates und so diese innere Ruhe. Und das ist so die Gesundheitsstrategie. Wenn es jetzt um den Job geht, würde ich ja eher wie ein Huhn agieren. Das heißt, ab und zu mal gackern, wenn ich was gut gemacht habe. Denn ein Huhn gackert ja, wenn es seine Eier legt. Chili bleibt mal schön hier. Dann ist es aber auch so, dass es ja in der Karriere eine Karriereleiter gibt. Und Hühner haben eine Hühnerleiter. Und die verteidigen sie auch. Das ist die sogenannte Hackordnung. Das heißt ja nicht, dass ich jemand anders töten muss. Aber es heißt auch, ich darf mal unpopulär diskutieren. Und wenn eine Henne zum Beispiel akzeptiert, dass die andere Henne stärker ist, dann geht sie einfach eine Sprosse tiefer und akzeptiert das. Da sehen wir also unterschiedliche Strategien für die unterschiedlichen Lebensbereiche. Da machen wir doch gleich mal weiter. Also für die Gesundheit, für mein Wohlbefinden soll ich sein wie eine Schildkröte, genau. Im Job wie ein Huhn. Jo. Welche Lebensbereiche und Tiere hätten wir denn dann noch? Also wir haben zum Beispiel hier diesen wunderschönen kleinen Hund. Ja, Hund ist natürlich das Tier, das für Loyalität und Partnerschaft steht. Ein Hund zum Beispiel, wenn er sein Herrchen oder Frauchen sieht, schüttet er die gleichen Hormone aus wie wir Menschen, wenn wir verliebt sind. Und das jeden Tag. Stellen Sie sich das mit Ihrer Frau vor. Ja, das wäre ja vielleicht schön. Andererseits sind Hunde auch sehr vorurteilsfrei. Sie müssten mal den entsetzten Blick meines Hundes sehen, wenn ich einen fremden Menschen, zum Beispiel den Paketdienst, in das Haus lasse, ohne vorher ausgiebig an sein Popo geschnuppert zu haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir an Popo schnuppern müssen. Ja, na, brauchen Sie nicht. Aber vielleicht einfach mal nicht sofort sagen, ah, den mag ich nicht, sondern einfach ein bisschen vorurteilsfrei sein. So, Chili macht sich hier auf die Reise. Komm mal zu uns, kleine Maus. Gut, also Liebe wie ein Hund? Ja, wie ein Hund wäre ja bedingungslos. Ne? Wollte ich gerade sagen. Ja, aber vielleicht einfach ein paar Beispiele lernen. Sie sehen hier, die beiden kommunizieren jetzt auch miteinander, obwohl sie sich fremd sind, ohne dass sie sich gleich zerfetzen. So, und das wollen wir hoffen. Ja, das ist nicht, tatsächlich dass die Schildkröte gleich zubeißt. Ja, dann müsste ich mir Sorgen um den Hund machen. Okay, also wir haben jetzt 3 Lebensbereiche. Ja. Wir haben die Gesundheit, ja. Schildkröte, wir haben den Job, das Huhn, ja. Und den Hund für Partnerschaft, ja. Und Liebe. Was haben wir denn noch für einen Bereich? Naja, wir haben den inneren Frieden, also dieses seelische Wohlbefinden. Und da zum Beispiel sind wundervolle Tiere der Esel und die Katze. Also nehmen wir mal den Esel, über den sagt man ja immer, er ist stur. Und wenn wir Menschen stur ein Ziel oder einen Traum verfolgen, dann könnte man sagen, du bist nicht stur, du bist wie ein Esel, meinungsstabil. Ja? Ein Esel geht immer seinen eigenen Weg, der lässt sich nicht von außen beeinflussen. Den können Sie auch nicht locken mit Leckerchen oder es gibt ja diese Motivationstheorien von hinten draufhauen, was wir nicht tun. Der macht sein Ding und prüft das immer für sich. Und im Grunde genommen, genauso sollten wir Menschen das ja auch machen. Lass dich doch nicht immer von außen verrückt machen, sondern prüfe, was für dich passt. Sie haben eben erzählt, Sie leben auf einem Hof mit 13 verschiedenen Tierarten zusammen. Ja.
Studieren Sie da die unterschiedlichen Glücksempfindungen dieser Tiere oder wie sind Sie dann auf das Buch letzten Endes gekommen? Also mich haben immer schon Tiere glücklich gemacht. Ich war immer schon eine Viechertante, wenn man so möchte. Und natürlich kam es irgendwann dazu, dass zum Beispiel, ich hatte es eilig, da muss ich die Schildkröten füttern. Und eine Schildkröte füttern, das braucht wirklich viel Geduld. Und dann stehe ich da und gucke es mir an und denke, ja, was hetzt du dich jetzt eigentlich so? Und so ist das nach und nach entstanden. Ja? Oder dass ich meine Katze beobachte, die liegt auf dem Sofa und wir Menschen denken, wenn wir so faul auf dem Sofa liegen, oh, bist du wieder faul. Und meine Katze, die denkt eigentlich, die ist im Fernsehstudio, überall sind Kameras und die liegt nicht faul rum, die verschönert den Raum. Ja? Ja. Wir könnten jetzt noch ganz viel über das Glück von Tieren sprechen, aber wenn Sie es vielleicht zu Hause selber nachlesen wollen, wir verlosen 3 Bücher. Glück ist tierisch leicht. Die können Sie gewinnen, wenn Sie uns eine Mail schicken an info@hamburg1.de. Wie gesagt, 3 Bücher werden verlost. Und ansonsten, heute Abend können Sie sich den Vortrag auch anhören im Goldbeck-Haus ab 20 Uhr. Sehr gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren und uns ein bisschen glücklich gemacht haben mit den Tieren. Dankeschön.